Schön, dass ich heute da sein kann. In dem Vortrag geht es, wie eben schon angesprochen, um den Bereich technische Anwendung mit Flugrobotern. Ich werde das Ganze an ein paar Praxisbeispielen einfach mal visualisieren. Also jetzt arbeiten wir eben sehr viel mit Bildmaterial, weil das einfach anschaulicher ist, als wenn ich nur rede. Zum ersten Teil des Vortrags gehen wir in den Bereich der Technik. Also was ist notwendig, um die Daten zu akquirieren? Welche Fluggeräte kommen wann und wie zum Einsatz? Und dann geht es nach einem kurzen technischen Exkurs rein in die Anwendung. Erste Beispiel dann Inspektion von Windkraftanlagen. Zweites dann Hochspannungstrassen, die verschiedenen Details davon, Brückeninspektionen und dann einfach nur ganz wenig skizziert ein paar andere Anwendungsbereiche. Die Liste der Anwendungen ist wirklich sehr groß. Ich habe einfach nur ein paar größere Punkte rausgegriffen, in die wir jetzt ein bisschen näher eingehen werden. Ganz grob zu der Fliegungstechnik. Also es gibt ganz klar, haben Sie sicherlich auch schon hier auf der Intergeo verschiedenmalig gesehen, verschiedenste Typen an Fluggeräten. Ich werde in die Fluggeräte der Senkrechtstarter oder Multirotorgeräte reingehen. Es gibt dann noch die zweiten Bereich, den man auch hier drüben auf dem Stand sieht. Das sind dann die Flächenflugzeuge. In dem Bereich arbeiten wir nicht. Also grob zum Hintergrund, ich bin Geschäftsführer der Hightech GmbH. Wir sind seit vielen Jahren Hersteller von diesen Multirotorgeräten, also senkrechtstartenden Geräte in verschiedenen Gewichtsklassen. Und wir sind auch in Halle 3 mit einem großen Stand und auch Außenstand mit Flugverfügung vertreten. Da können Sie später auch gerne vorbeischauen. Ganz grob skizziert einfach an unseren Hauptprodukten die Unterschiede der Produkte. Ganz klar, was das wichtigste Unterschied ist bei den Multirotorgeräten, ist das Sensorsystem, was getragen werden soll. Das heißt, die Fluggeräte unterscheiden sich natürlich sehr stark in der Größe und dementsprechend auch in der Nutzlast, was ich an Sensorsystemen tragen kann. Also beispielsweise jetzt hier einfach skizziert, das fängt bei einem kleinen Gerät mit 4 Rotoren an, ist dann ein Quadrocopter. Der ist eher für spezielle Indoor-Anwendungen, zum Beispiel Schornstein-Inspektion und so weiter, ist das Gerät dann geeignet. Für Außenbefliegung, auch bei starkem Wind, auch zu den Anwendungen, auf die wir gleich eingehen, sind eher die größeren Geräte geeignet. Also das ist das mittlere System mit 800 Gramm Nutzlast und der Octocopter, das Hauptsystem mit 2 Kilo Nutzlast, wo auch wirklich Multispektralsensorsysteme und so weiter genutzt werden können. Zu dem Octocopter eben rechts zu sehen, der HT8 2000 hat eben wie gesagt die 2 Kilo Nutzlast und eine Flugzeit je nach Kamerasystem zwischen 10 und 20 Minuten. In Ausrüstung beispielsweise für einen Vermessungsbereich liegt die Flugzeit dann bei etwa 15 Minuten. Und bei uns ist es der Schwerpunkt, dass wir die Geräte auf absolute Präzision ausgelegt haben. Das heißt, mit unseren Fluggeräten kann man extrem nah, also sehr sicher und sehr nah an Hindernisse heranfliegen und dadurch in vielen Anwendungen überhaupt die erforderliche Detailauflösung generieren. Da komme ich gleich in einem Beispielbilder nochmal zu. Einfach ein paar Abwandlungen sozusagen der Standardtechnik. Also wir machen auch sehr viel Speziallösungen, auch für große Kunden. Da ist einfach mal in Fotos skizziert, was an Speziallösungen machbar wäre. Ganz oben sieht man einen mechanischen Kollisionsschutz, der mittlerweile auch komplett in der Serie ist, wo man, wenn man doch eine Feindberührung, also sozusagen zu nah an eine Brücke oder ähnliches Hindernis herankommt, haben sollte, passiert eben nichts und das Gerät nimmt eben keinen Schaden. Das ist ein mechanischer Schutz. Rechts zu sehen ist ein Spezialsystem mit einem Ultraweitwinkel, wird teilweise im Bereich von Kühlturminspektionen und sowas genutzt. Und ganz unten ist ein Multispektralsystem, in dem Fall mit 3 Spektralbereichen, also 3 Sensor-Kameraköpfen. Also technisch ist sehr viel möglich. Wir machen sehr viel Spezialanwendung. Das ist einfach nur ein bisschen skizziert, was so an etwas komplexerer Technik noch möglich ist. Zu der Grundbefliegungstechnik einmal nur ganz grob umschritten, also jetzt nicht im Detail. Also vor allem für den Vermessungsbereich liegt am Anfang die Flugplanung. Das heißt, man hat eine Wegpunktnavigation. Das sieht man dann oben, sieht man diese vielen kleinen Punkte oberhalb des Tagebaus. Also es wird eine Mission sozusagen geplant mit passender Längs- und Querüberlappung der Aufnahmen. Und nachdem die Mission, sage ich mal, im Büro geplant wurde, geht man mit dem Gerät ins Feld, lädt die Mission. Die Mission wird auf das Fluggerät übertragen und das Fluggerät fliegt dann automatisch die Wegpunkte, die geplant wurden, ab.
Nachdem die Daten sozusagen gewonnen wurden, in verschiedenen Formaten gespeichert wurden, geht es dann in die Nachbearbeitung, je nach Anwendungsbereich mehr oder weniger komplex. In diesem Beispiel dann einfach im Bereich der Punktewolke-Erstellung oder DGM-Erstellung. Also da haben wir dann spezielle Gesamtsoftwareprodukte, mit der man eben dann die Nachbearbeitung machen kann und am Ende dann zu einer fertigen Punktewolke kommt, die dann georeferenziert ist oder ein Orthofoto oder ähnliches als Endprodukt hat. Also das ist so ganz einfach die Prozesskette bei der Flugrobotertechnik. Und ich gehe jetzt ein bisschen detaillierter in die technischen Anwendungsmöglichkeiten rein, damit man einfach sieht, was ist aktuell mit dem aktuellen technischen Stand möglich und was kann man damit machen. Erster Bereich ist, wie vorher skizziert, sind die Windkraftanlagen. Also im Bereich Windkraft ist es so, dass ja mittlerweile über die letzten 10 Jahre sich die Anzahl der Anlagen verdoppelt hat. Mittlerweile um die 23.000 Anlagen allein in Deutschland aufgestellt wurden. Die Windkraftanlagen haben alleine wegen der hohen Umdrehungsgeschwindigkeit der Blätter, also an der Blattspitze haben wir bei höheren Windgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h Umdrehungsgeschwindigkeit, auch wenn es langsam vom Boden aussieht, ist natürlich durch diese hohe Geschwindigkeit, sind die vor allem die Blattspitzen einer sehr, sehr hohen oder sehr großen Erosion ausgesetzt. Also da komme ich gleich in den Teilaufnahmen rein. Im Bereich Windkraft ist es halt wirklich notwendig und wird sehr viel Aufwand betrieben, um im jährlichen oder teilweise zigjährlichen Turnus, kommt auf die Anlage drauf an, den aktuellen Zustand der Anlage zu dokumentieren und mögliche Sanierungsplanungen einzuleiten. Und für diese Dokumentation ist halt die Flugrobotertechnik jetzt eine sehr, sehr einfache Alternative, mit dem Vorteil, dass die Anlage nur ungefähr 1/5 der Stillstandszeiten hat, wie bei einer normalen Inspektion. Dadurch natürlich sehr viel geringere Kosten. Und man schafft eben auch mehrere Anlagen an einem Tag. Normalerweise braucht ein Inspektionsteam für so eine Anlage 100 Meter Nabenhöhe etwa 1 bis 1,5 Tage für eine saubere Gesamtinspektion. Mit einem Flugroboter sind wir nach etwa 1,5 Stunden mit dem Ganzen durch. Also eben sehr effiziente Lösung mit einer extrem hohen Detailauflösung. Also dieser ganze Windkraftbereich, der ist jetzt sehr, sehr stark im Kommen, weil beispielsweise vor einem Jahr war der Bereich Windkraft war technisch noch nicht möglich, weil die Flugrobotertechnik und die Sensortechnik noch nicht ausgereift genug war, weil die erforderlichen Detailauflösungen, wenn es im Bereich Haarrisserkennung und sowas geht, noch nicht möglich waren. Mittlerweile ist es möglich und da kann man jetzt eben auch herausragende Ergebnisse teilen und die Geräte werden auch jetzt verstärkt im Bereich Offshore auch eingesetzt. Also das nimmt jetzt sehr, sehr verstärkt jetzt Anlauf im Bereich Windkraft und weil der Markt eben sehr jung und hochinteressant ist, skizziere ich den eben jetzt als erstes. Einfach mal ein Beispielbild hier jetzt im Bereich von der Nasenleiste, also der Blattvorderkante. An der Blattvorderkante haben wir einmal zum mechanischen Schutz ist nochmal eine Folie aufgebracht. Das Foto verdeutlicht jetzt einfach nur die mögliche Detailauflösung. Also man kann jede kleine, sag ich mal, Macke, Abplatzung am G-Code und so weiter kann man erkennen. Und wenn es ein kritischer Fehler wäre, dann würde eben die Nasenleiste vorne eingerissen sein sozusagen. Nur das Foto war halt etwas interessanter, deswegen habe ich das jetzt mit dir reingenommen, weil man eben wirklich die Detailauflösung sehr, sehr schön sehen kann. Zu wirklich markanten Schäden kommen wir gleich. Also hier beispielsweise ist eine sehr große Abplatzung auf der Deckschicht im Bereich des Winglets, also der Blattspitze. Zwischen den zwei Streifen sozusagen, die vorne aufgetragen sind, sieht man auch dann ziemlich in der Mitte des Bildes oder am unteren Rand des Bildes, sieht man eben auch eine größere Abplatzung. Und genau das sind halt die Schäden, die dann kritisch werden, die einmal zur Unwucht des Blattes führen und vor allem, weil die Blattspitze bei Windkraftanlagen genauso wie bei Flugzeugen extrem zur Effizienz beiträgt oder eben, wenn die Blattspitze verwirbelt ist, extrem in die Ineffizienz die ganze Anlage reinzieht, also sehr viel an Leistung halt verloren geht, ist natürlich sehr wichtig, dass vor allem zum Ende des Blattes, zur Blattspitze hin, die Strömung sauber anliegt. Und wenn ich natürlich so eine riesen Ausplatzung sozusagen habe wie da, habe ich natürlich eine sehr große Effizienzeinbuße der Anlage bis im schlimmsten Fall hin zu wirklich mechanischen Schädigungen, die dann auch wirklich kritisch werden könnten. Aber das Kritischste ist da eher die Effizienz der Anlage, dass die durch die Inspektion, durch die Sanierung gesteigert werden soll, beziehungsweise auf dem alten Level einfach gehalten werden soll. Dieses Beispielbild, das zeigt wiederum eine Blattspitze, in dem Fall von einem Blitzschlag. Also
Da ist eben in die Platzspitze, ist natürlich wegen der Höhe der Anlagen, ist natürlich eben natürlich Blitzschlaggefahr. Da ist es auch eben wichtig zu überprüfen, inwieweit ein Blitzschlag eben irgendwelche kritischen Schäden an dem Gewebe und so weiter hinterlassen hat. Das ist einfach nur zum Visualisieren, wie sowas aussieht. Diese Punkte, die man im Blatt sieht, das sind einmal die Ausgleichsgewichte, beziehungsweise da läuft das Wasser sozusagen im Blatt, läuft dann ab. Also deswegen sind da die Punkte, das ist dann kein Fehler. Der Fehler ist dann der Blitzschlag an sich sozusagen. Also das einfach nur grob visuell skizziert. Anwendung Windkraftanlagen ist natürlich noch einiges mehr möglich, aber wegen der Kürze des Vortrags eben jetzt einfach nur im Schnelldurchlauf. Nächster Anwendungsbereich wäre der Bereich Hochspannungstrassen. Hochinteressantes Thema. In dem Bereich wird aktuell mit Hubschraubern vermehrt eben da die aktuelle Zustandsdokumentation betrieben. Ich zeige da einfach auch wieder ein paar Beispielaufnahmen. Hier beispielsweise der Verbinder zwischen den Stabisolatoren. Da wird die komplette Verbindungstechnik sozusagen, wird halt überprüft, vor allem die Splinte der Muttern und so weiter, das wird überprüft im Bereich der Stabisolatoren. Hier in NRW nicht ganz so kritisch, aber im Süden teilweise kritischer. Eben auch die Qualität der Isolatoren. Die Isolatoren werden sehr gerne von Jägern zum Einschießen von neuen Flinten genutzt, dementsprechend relativ kontraproduktiv für den Betreiber. Da wird einfach geschaut, ist der Isolator noch in Ordnung oder hat er irgendwelche großen Abplatzungsschäden? Beziehungsweise eben vor allem, um die Sicherheit zu gewährleisten, sind alle Verbindungen noch sauber? Irgendwelche Anzeichen auf Kriechströme, zum Beispiel da mit Wärmebildkameras. Das ist jetzt die Übersichtsaufnahme. Durch die Bildqualität haben wir natürlich die Möglichkeit, sehr nah ins Detail zu gehen. Hier sieht man jetzt das Verbindungsstück eben zwischen den zwei Stabisolatoren. Da hat man wirklich dann, kann man jede einzelne Schraube, man kann sogar sehen, dass die von 98er Herstellungsdatum sind. Also man kann jedes Detail auf einem Objekt erkennen und dementsprechend hat man eine sehr schnelle Prüfung, die in der Qualität eben auch jetzt erst sehr, sehr, sehr früh eben auch erst ermöglicht wurde. Anderer Anwendungsbereich, Hochspannungstrassen, ist natürlich die Überprüfung der Leiterseile, beziehungsweise spielt dann mit den Isolatoren mit rein, die Überprüfung der Befestigung der Leiterseile an dem Träger selbst. Da ist es zum Beispiel im Bereich Blitzleiterseil, also dann natürlich das oberste Seil. Wenn ein Blitz eingeschlagen ist, hat man dann natürlich öfter dann Schäden. Und da werden die Leiterseile abgeflogen, um da möglichst früh Schäden zu erkennen. Und natürlich im wirklichen Schadensfall, wenn man irgendwo einen Spannungsabfall hat, dass dann geschaut wird, jawohl, wo kommt der Spannungsabfall her? Wenn es aus dem ersten Blick nicht erkennbar ist, bringt meist der Blick aus der Luft dann eben dann Ausschluss. Also das einfach da Beispielbild eben auch Befestigung des Blitzleiterseils, beziehungsweise man sieht eben auch die hohe Qualität, die möglich ist, um selbst kleinste Schäden, Fettaustritt und so weiter, Kunststoffaustritt aus den Leiterseilen zu erkennen. Das war der Bereich Hochspannungsleitung. Mit dem letzten Bild das ist ein Verbinder, eben hier ein Duo-Verbinder, sonst gibt es auch natürlich Quattro-Verbinder bei 300 kV-Leitungen. Die haben ein spezielles Material, was dann eben die Metallklemmen mit dem Leiterseil verbindet. Das sieht man so ein bisschen als schwarzes Material im Rand drumherum, ist hier auf dem Beamer jetzt nicht ganz erkennbar. Da ging es halt darum, dass einfach der aktuelle Zustand des Materials erkannt werden sollte, beziehungsweise in diesem speziellen Fall war halt unterhalb der Leiterseile war ein Brand und da sollte geschaut werden, ob die Leiterseile beziehungsweise vor allem die Verbinder in Mitleidenschaft gezogen wurden, also mechanisch durch die Temperatur. Hochinteressanter Bereich ist der Bereich der Brückeninspektion, beziehungsweise kann man das eigentlich allgemein formulieren als Inspektion an Bauwerken. Das geht hin bis zu Türmen, also Kühltürme, normale Fernsehtürme und so weiter. Bei der Brückeninspektion muss natürlich der aktuelle Zustand aufgenommen werden. Die Brücken in Deutschland sind, wie Sie ja sicherlich wissen, sehr marode. Dementsprechend ist da ein sehr großer Bedarf, um möglichst günstig und einfach den Zustand aufzunehmen, um effizient die Sanierungsplanung durchführen zu können.
In dem Fall sehen wir dann an der Brücke einfach die Abplatzung an der Stahlarmierung. Und das sind so die Hauptfehler, die halt erkannt werden sollen und wo halt dann eben geschaut werden soll, ob da jetzt weite Risse entstanden sind, um da einfach für den Gutachter eine saubere Planungsgrundlage zu haben. Weiteres Beispiel ist mit einem Spezialsystem aufgenommen. Wie gesagt, wir stellen sehr viel Spezialflugroboter her. Das war ein Flugrobotersystem, wo die Kamera senkrecht nach oben zu schwenken ist. Das heißt, das Gerät ist unterhalb der Brücke durchgeflogen, konnte senkrecht nach oben schauen, überlappende Aufnahmen anfertigen und in dem Fall eben im Bereich des Wasserabflusses eben natürlich dann sehr großflächige Abplatzungen dann eben sauber aufzeigen. Das sind dann meist auch die Ecken, also die Hohlkehlen und so weiter, wo man dann wirklich nur mit sehr, sehr großen Aufwand herankommt und wo mit einem Flugroboter das eben sehr schnell und einfach machbar ist, in dem Fall eben von der Brückenunterseite. Eben dann eine etwas antikere Brücke sozusagen, nicht nur Beton und Stahl. Da ist natürlich auch kritisch alles, was im Bereich Fugenabplatzung geht. Hier sieht man sehr schön, wie das Wasser über die Jahre reingeflossen ist und dann natürlich die zum Fugenausbruch geführt hat. Also da hat man dann natürlich durch das eine Bild die Möglichkeit, dann sehr weit ran zu zoomen, um kleinste Anomalien, Fehler und so weiter zu erkennen, um wirklich auch ziemlich detailliert die Tiefe der Fugen zu detektieren, um sagen zu können, ist das kritisch oder ist das noch nicht in Bezug auf die Substanz kritisch. Anwendungsbereiche sind, wie ja bekannt, extrem breit. Ich habe einfach nur ein paar Beispielbilder nochmal mit reingenommen, damit man zum Teil auf den ersten Blick schon erkennen kann, worum es grob geht. Ich werde da jetzt nicht tiefer eingehen in die verschiedenen Anwendungen. Also ein Sensorsystem ist halt sehr viel machbar, nicht nur, wie eben viel gezeigt, im Bereich der normalen RGB-Kameras, sondern immer mehr auch im Infrarotbereich, CER-Bereich, also beispielsweise das rechte obere Bild ist ein Falschfarbenbild, also ein CER-Bild im Bereich der Fotogrammetrie beziehungsweise Landwirtschaft und Forstwirtschaft dann ein hochinteressanter Spektralbereich. Und ansonsten natürlich Wärmebildaufnahmen, komme ich gleich nochmal im kleinen Beispiel zu. Also das einfach nur grob skizziert. Anwendungsmöglichkeiten sind sehr breit. Ich habe auch hinten auf einen der Tische einfach ein paar Flyer ausgelegt. Da ist das nochmal alles im Detail skizziert, da kann man gerne nochmal reinschauen. Ich gehe jetzt noch in zwei spezielle Anwendungen rein, dass man einfach nochmal einen kleinen Abschluss hat von dem Ganzen. Also auch natürlich, wie vorher kurz skizziert, Funkanlagen. Hier eine ganz kleine normale Mobilfunkanlage, Richtfunkantennenanlage. Da können wir natürlich auch sehr schnell eben die aktuelle Distanz aufnehmen, überprüfen, sind die Steigwege alle in Ordnung, eben die Prüfung, die eben nach DIN auch vorgeschrieben ist. Das kann man mit einem Flugroboter auf jeden Fall abarbeiten und abwickeln. Dieses Beispiel der Solaranlagen, da fliegt man eben mit einer Wärmebildkamera über Freiflächenanlagen oder Dachanlagen drüber. Da ist es so, dass defekte Solarmodule normalerweise eine deutlich höhere Erwärmung von mehreren Grad Unterschied haben. Das heißt, über das Wärmebild können wir sehr sauber Fehler auf Solaranlagen detektieren. Hier in dem Fall habe ich einfach ein Beispiel reingenommen, was sehr eindrücklich auch die mögliche Qualität und Auflösung zeigt. Also wir können in den einzelnen Paneelen können wir direkt defekte kristalline Zellen erkennen. In dem Fall liegt es einfach daran, dass die Anlage relativ alt ist und die Einzelzellen variabel gealtert sind sozusagen und einzelne Zellen innerhalb der Module eben auf jeden Fall Defekte aufweisen und da die Modulreihen mittelfristig getauscht werden müssten. Also das im Bereich Solaranlagen, ein sehr, sehr junger Bereich, aber jetzt mit der aktuellen Wärmebildtechnik herausragend machbar und eben da Fehlerdetektion. Letzter Bereich, Land- und Forstwirtschaft, einfach nur als Beispiel, das ist eine Nahinfrarotaufnahme. Da hat man halt die Möglichkeit, die Ausdünstung von Chlorophyll an Objekten mit einem sehr hohen Kontrast darzustellen. Das heißt, über diese CER- bzw. Nahinfrarotaufnahmen können wirklich also Anomalien im Pflanzenwachstum, nenne ich es jetzt einfach mal, also vom Pilzbefall, Schädlingsbefall bis hin zu mangelhafter Düngung, kann sowas aufgezeigt werden. Das geht im Bereich Precision Farming. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ist einfach ein spezielles Sensorsystem, eine sehr spezielle Anwendung, aber zeigt einfach nochmal die Bandbreite der Möglichkeiten dann sehr anschaulich auf.
Ja, also das einfach nur ein Schnelldurchlauf über die verschiedenen möglichen Anwendungen. Gibt noch einige Anwendungen mehr, ganz klar. Das ist einfach nur ein kleiner Einblick. Ja, wie gesagt, Flyer liegen vorne aus. Wir sind in Halle 3 und da haben wir auch noch mal, können wir auch noch mal in die Detailfragen eingehen. Beziehungsweise ich werde dann noch bei der Podiumsdiskussion dabei sein, wenn auch spezielle Fragen da sind. Vielen Dank soweit.